Ich stehe hier an einem wunderschönen Strand in der Bretagne. Hinter mir ein super dramatischer Himmel. Der perfekte Moment, um den eckigen Polfilter mal auszuprobieren. Eckiger Polfilter, sagst du jetzt? Sowas gibt's doch gar nicht. Doch, sowas gibt's. Und ich zeige dir in diesem Video, wie der funktioniert. Wenn du bisher meine Videos geguckt hast, dann kennst du sicherlich sowas hier. Ein runder Polfilter. Zirkularer Polfilter, zirkulärer Polfilter. Ich weiß gar nicht, wie genau es auf Deutsch heißt. Circular Polarizer heißt es auf Englisch, CPL abgekürzt. Und mit dem kann man Flächen entspiegeln. Und normalerweise funktioniert er so, man schraubt den drauf auf sein Objektiv und dann muss man am Polfilter drehen, bis man eine Entspiegelung sieht. Und jetzt sagt man, wie funktioniert dann so ein eckiger Polfilter zum Stecken? Eigentlich relativ ähnlich und man kann ihn tatsächlich am besten vergleichen mit zum Beispiel, ich hole sie mal raus hier aus meiner Tasche, einer Sonnenbrille, einer Polfilter-Sonnenbrille. Wenn ich die jetzt aufhabe, sowas gibt es zum Beispiel beim Angeln oder manchmal auch beim Fliegen, dann nimmt diese Sonnenbrille die Reflexion weg, die Spiegelung weg, so wie der Polfilter es machen soll. Aber ich muss hier gar nicht dran drehen. Genau, weil sie nur entspiegelt, wenn sie so horizontal aufgesetzt wird. Wenn ich sie jetzt so rum aufsetzen würde, was natürlich nicht funktioniert, wäre keine Entspiegelung da. Wenn ich sie andersrum aufsetze, habe ich tatsächlich auch eine Entspiegelung. Wenn ich sie wieder so rumdrehe, habe ich keine Entspiegelung. Und genauso funktioniert das tatsächlich auch beim Steckpolfilter. Und wir machen das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt hier mal ein Foto von dieser Situation hier. Ich habe mir so ein paar Steine im Vordergrund ausgesucht, die auch so ein bisschen eine Spiegelung haben. Hier unten durch diesen kleinen Rinnsal, dieses kleine Wasser, was hier lang fließt. Und das spiegelt jetzt, die Sandfläche spiegelt und ich mache einfach mal ein Foto. Ich bin jetzt hier bei einer Blende 16 1/15 Verschlusszeit mit ISO 100. Das Ganze funktioniert jetzt so, man braucht natürlich einen Filterhalter, um irgendwo diesen eckigen Filter reinzuschieben. Ich habe jetzt hier den Jaworski Filterhalter im stylischen Rot, passend auch zum Jaworski Stativ. Und hier schiebe ich jetzt einfach den Polfilter rein. Aber, genau wie es eben bei der Sonnenbrille war, kann ich den nicht beliebig jetzt reinschieben, sondern es gibt eine Markierung. Und die findet man hier oben, hier steht Lens Sight. Und diese Markierung, die muss zum Objektiv zeigen, also zur Lens Sight zeigen, da wo die Linse ist. Das heißt, so schiebe ich den jetzt hier rein und das war's. Magic! Ja? Jetzt ist hier oben das Ding zum Öffnen. Und das ist oben, hier steht Lens Sight und jetzt der Polfilter aktiv. Das heißt, wenn du mal im Wald unterwegs sein solltest und schon mal diesen Moment hattest, vielleicht bei Bachläufen, dass du nicht wusstest, ist jetzt wirklich entspiegelt, ist nicht entspiegelt, das kann nicht passieren. Weil sobald Lens Sight oben ist, sobald die Markierung oben ist, ist der Polfilter einfach aktiv. Und was macht man jetzt, wenn man im Hochformat fotografiert? Ganz einfach, ich gehe hier mal ins Hochformat, zack, und jetzt wird einfach der Filterhalter gedreht, dass die Markierung wieder oben ist. So einfach ist es. Es ist eigentlich wie ein zirkularer Polfilter, nur dass man eben den ganzen Filterhalter dreht und nicht nur den runden Filter dreht. Und das hat einige Vorteile. Es geht zum Beispiel super schnell, den Polfilter abzunehmen. Also wenn ich jetzt keinen Polfilter benutzen wollte, klippe ich einfach das ganze System ab. Wenn ich ihn wieder benutzen will, klippe ich ihn einfach wieder rauf. Ich muss nicht erst hier drin irgendwie rumfummeln. Ich kann natürlich immer noch den anderen Polfilter auch mitbenutzen. Es gibt nämlich auch einen Nachteil. Ich habe natürlich einen Filterschacht weniger. Ist aber nur ein kleiner Nachteil, denn wir haben beim Jaworski-Filtersystem 3 Filterschächte. Man kann die erweitern. Das ist kostenlos mit dabei. Wenn man den Filterhalter bestellt, dann hat man 3 Schächte. Ich benutze die meiste Zeit nur 2 Schächte und würde jetzt zum Beispiel auch nur 2 Schächte benutzen. Ich würde jetzt einen Polfilter benutzen und einen 1.2 Verlaufsfilter oder einen Hartverlaufsfilter würde hier zum Beispiel jetzt auch gut passen. Ich schiebe den mal noch zusätzlich mit rein und schieße einfach noch ein Foto. Ah, jetzt bin ich im Hochformat. Und das ist jetzt das Coole, wenn man zurückgeht ins Querformat, zum Beispiel so, und ich jetzt einfach wieder gerade drehe, ist es automatisch entspiegelt. Ne? Weil sonst wäre ja der Verlaufsfilter auch schief drin, das funktioniert nicht. Deswegen ist es ein guter Reminder, nochmal den Polfilter automatisch mitzudrehen, wenn man eben auch den Verlaufsfilter automatisch mitdreht. Jetzt mache ich mal ein Foto. Was ist denn das für ein geiler Himmel, Leute, Alter?
Was ist das für ein krasser Himmel? Es hat so heftig geregnet. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten jetzt eben im Auto gesessen und gesagt, warten wir noch ab, warten wir nicht ab. Haben noch auf Instagram abstimmen lassen. Glaubt ihr, der Himmel wird noch mal aufziehen? Glaubt ihr, der Himmel wird nicht mehr aufziehen? Glaubt ihr, es wird durchregnen? Es hat nicht durchgeregnet. Der Himmel ist einfach mega nice. Wenn die Sonne jetzt noch ein bisschen tiefer geht, kriege ich sie gleich noch ins Bild rein und kann noch das ein oder andere richtig geile Bild schießen. Ich nehme euch jetzt mal mit in meine Kamera, habe hier leicht überbelichtet und jetzt klippe ich einfach den Polfilter vorne mit dem Filterhalter drauf. Wird ein bisschen dunkler und direkt auch entspiegelt. Man sieht das da unten im Wasserlauf. Bisschen zur Seite, dann ist die Spiegelung wieder da. Und gerade drehen, Spiegelung weg. Zur Seite, Spiegelung da, Spiegelung weg. Ziemlich easy. So, hier ist auch noch Dreck. Und den mache ich jetzt auch mal direkt weg hier mit dem Mikrofasertuch immer im Ärmel mit dabei. In der Haukland. Ja, so viel Zeit muss sein für die Werbung. Aber auch für Saubermachen spart man sich Zeit später dann beim Bilderbearbeiten. So, Verlaufsfilter auch noch rein. Einfach jetzt von oben reinschieben. Und so weit, bis der Himmel mir gefällt. Dann, wenn ich ein bisschen höher ziehe, ein bisschen weniger und tiefer wird die Abdunklung dann mehr. Das sieht doch schon super aus. Ganz ohne Bildbearbeitung, einfach alles fotografisch gelöst. Und wenn ich das nicht mehr benutzen will, einfach abklippen, Polfilter weg, Verlaufsfilter weg oder eben einfach wieder raufklippen. Ja, so funktioniert der eckige Polfilter. Sehr, sehr einfach, sehr intuitiv auch zu bedienen. Und es ist eine super Ergänzung für Leute, die schnell arbeiten wollen, die mit weitwinkligen Linsen arbeiten. Auch für andere Filtersysteme, jetzt unabhängig von unserem Filtersystem, gibt es auch Steckpolfilter. Wenn man zum Beispiel ganz weitwinklige 14 mm Linsen mit so riesigen Filterplatten benutzen möchte, auch dafür kann man dann zum Beispiel Steckpolfilter benutzen. Was jetzt besser, ein Steckpolfilter oder einer zum Aufschrauben? Es ist Geschmackssache. Am Ende, der Effekt ist bei beiden der gleiche. Das ist ja auch so bei Steck-ND-Filtern und runden ND-Filtern zum Aufschrauben. Ne? Beide ND-Filter machen dunkel und beim Polfilter, beide Polfilter entspiegeln. Ich finde es um einiges komfortabler, mit so einem Steck-Polfilter zu arbeiten. Man muss halt vorher genau überlegen, okay, brauche ich vielleicht noch einen ND-Filter zusätzlich und einen Verlaufsfilter? Dann sollte ich alle drei Schächte vorbereitet haben in meinem Verlaufsfilterhalter. Oder brauche ich vielleicht sowieso nur zwei, dann könnte man auch mit der slimmeren Variante immer unterwegs sein. Oder das Ganze dann halt zusammenbauen, das könnte dann schon wieder ein bisschen mühsam sein. Also man muss vorher vielleicht ein bisschen nachdenken. Aber es gibt selten mal die Situation, dass ich tatsächlich alle drei Filter übereinander benutze und dann hätte man immer noch die Möglichkeit, wenn man auch noch einen Schraubpolfilter hat, den man hier ins System auch vorne reinschrauben kann. Also es ist einfach eine Variante, es ist eine Möglichkeit. Was kostet der ganze Spaß? Es ist ein bisschen teurer als der zum Aufschrauben. Es ist einfach eine größere Glasfläche auch, die ist mehrfach vergütet, auch nanoversiegelt. Das heißt, Wasser perlt einfach daran ab. Reflexionen werden vermindert, das Ganze ist kratzfest und natürlich auch wie alle Jaworski-Filter aus Glas. Und wisst ihr was? Zur Feier des Tages verlosen wir auch so einen Jaworski-Rechteck-Polfilter. Beantworte dafür einfach die folgende Frage. Was macht ein Polfilter? Macht er A, ein Bild schwarz-weiß oder B, entspiegelt er Oberflächen? Poste die richtige Antwort in die Kommentare und unter allen richtigen Antworten verlosen wir hier einmal den Jaworski Rechteck Polfilter. Gibt's auf www.lernvonben.de. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat und du etwas Neues gelernt hast, gib einen Daumen nach oben, teile das Video gerne mit deinen Fotografie-Freunden, abonniere den YouTube-Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ganz, ganz viele Videos übers Fotografieren gibt's hier aus den letzten 10 Jahren und ich würde sagen, ich schieße noch ein paar Fotos. Der Himmel wird immer besser.